Hallo liebe Leute, sind wir wieder und heute machen wir einen richtig genialen Karamellfrappé und ja, also wenn Frappuccino-Frappé mag, sollte diese Woche nicht verpassen und ja, wenn ihr mal sehen wollt, wie ich das zubereite, dann einfach mal dran, denn wir starten jetzt. So, als erstes brauchen wir natürlich Milch. Wir geben 150 Milliliter Milch hierzu, nehmen wir 160, haben wir vier von den ganzen Messbechern hier und dann geben wir hier rein Eiswürfel. Vier schöne Eiswürfel und dann nehmen wir noch etwas als Trägermasse, etwas Vanillesoße bzw. Vanilleeis. Nehmen wir nochmal einen schönen Esslöffel und geben dann Karamell dazu. Ihr könnt Karamell selber machen, aber manchmal bin ich faul. Dann nehme ich hier so gekauftes, Mumu-Karamell heißt es. Und davon geben wir einen ganzen Esslöffel rein. Und dann mixen wir das jetzt alles. So, und dann gießen wir das ab. Und jetzt toppen wir das alles noch mit etwas Sprühsahne. Und das ist jetzt für die Leute ein Video, die figurtechnisch keine Probleme haben. Und dann kommt noch ein bisschen Karamell da oben drüber. Und dann sind wir fertig. So, und das hier ist mein Karamell Frappuccino oder Frappé. Und ja, ich probiere es einmal für euch. Und es geht natürlich auch laktosefrei. Eigentlich für mich sehr sinnvoll, aber naja, muss ich jetzt durch. Ja, ist eigentlich sehr geil. Ja, also Food Porn schmeckt auch sehr geil. Kann ich nur nicht allzu oft machen. Und wenn dann laktosefrei. Aber geil. So, dann bin ich raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.